Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem absolut verschwitzten Chaos, wo ich für euch dahin fließe und schmelze und durch die absolute Schwitzehölle gehe, zu einer neuen Folge Dave the Diver. Ladies and Gentlemen, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und verweise darauf, guckt mich am besten nicht so an, ich schwitze wirklich des Todes. Ich nehme heute tatsächlich ein paar Folgen auf und mittlerweile kann ich nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich den Content diese Woche ein wenig reduzieren müssen, weil es ist einfach bei mir so der Endzustand erreicht. Ihr seht schon an meinen Haaren, wenn ich so aussehe, wie so ein komplett gerupftes Huhn, da das completely alles vorbei ist. Es ist einfach vorbei. Ich will gar nicht wissen, wie viel Temperatur es ist. Das ist auch gar nicht Phase, Ladies and Gentlemen. Es ist mal wieder Abend und wir müssen in das Bancho Sushi gehen. Wir haben eigentlich versucht, heute am heutigen Tage noch ein paar Thunfische zu fangen. Ich habe jetzt auch in eine alte Folge reingeguckt, wie wir das machen. Wir brauchen dazu eine Falle, die wir nicht haben. Die müssen wir uns erstmal über ihn hier dann besorgen. Aber jetzt müssen wir als allererstes eine volle Schicht in der Sushi-Bar absolvieren, Ladies and Gentlemen. Ich wünsche euch bei diesem ganzen fantastischen Chaos in Kapitel 2 in die Tiefe hinab viel Spaß. So, weil gestern haben wir nämlich schon Nachtfischen gemacht, das heißt, der Umsatz war nicht so gut. Ergo müssen wir heute ein bisschen was tun. Also, morgen ist nämlich das Thunfischfest abends. Da setzen wir dann alles auf diese Gerichte, aber wir haben ja was anzubieten und wir haben es Gott sei Dank nicht gestern schon auf die Karte gesetzt. Insofern läuft es doch gar nicht mal so schlecht. Gut, setzen wir das einmal auf die Karte. Dann gibt es Stufe 9 hat er jetzt schon, weil wir ihn so oft weiter veredelt und erforscht haben. Den gibt es 5-mal. Dann gibt es 5-mal. Dann brauchen wir noch ein bisschen was, was auch ein bisschen Cash in die Tasche wirft. Nämlich, was hätten wir denn da? 15, 17. Also nichts, was wir für morgen brauchen. Ja, pass auf, dann nehmen wir das 2-mal. Wir sollten halt recht gucken, dass wir nicht zu viel auf die Karte packen. Echte Holzmakrelen-Sushi. Spiegeleiquallen. Was nehmen wir denn noch? Was packen wir noch auf die Karte? Torpedomakrelen. Ist ja auch abgefahren. Können natürlich auch gucken. Was ist das? Europäischer Papageifisch-Sushi. Ja, das ist ein anderer Papageifisch, stelle ich gerade fest. Was nehmen wir denn noch, Freunde? Wir brauchen noch ein bisschen Dickkopf-Makrelen-Sushi. Pass auf, das ist die Geschichte, ne? Den werden wir jetzt mal veredeln. Ja, den veredeln wir jetzt mal. Grayskull, ich bin Bancho. Okay, gut. Hoffentlich lecker, was er da gemacht hat. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Pass auf. Und das packen wir jetzt auch 5-mal auf die Karte. Und dann haben wir hier jetzt noch einen Slot. Und da gibt es 3-mal. Und wir haben doch einen Slot. Ich glaube, ich belege heute alle Slots. Irgendwas Günstiges. Pass auf. Die Leute brauchen noch günstiges Stuff. Aber den können wir jetzt auch noch mal veredeln. So, pass auf. Ja, den veredeln wir jetzt auch noch. Stufe 2 hat er jetzt. Jetzt ist er nicht mehr ganz so günstig. Auch 5-mal. Und damit haben wir schon echt viel auf der Karte. Müssen wir mal gucken, ob wir damit jetzt hinkommen. Wir haben jetzt eine volle Schicht. Beten wir einfach mal und wir öffnen den Laden für heute. So, ihr macht die Getränke. Beide bitte. Ich kann das nicht. Grünen Tee kann ich nicht. Komm los, Bancho. Was soll man warten? Aber die Leute müssen sich natürlich erstmal Sachen aussuchen, ne? So. Oh, pass auf. So, kurzer Weg. Schneller. Er braucht halt auch bald echt Verstärkung. So, pass auf, ich laufe jetzt mal zu dem da hinten hin. Ich glaube, der war eher dran. Ja, wo bin ich denn? Teller abgestorben. Ich laufe jetzt mal nach hinten zu dem. Ich habe noch ein bisschen Power. Bringt bitte nicht das gleiche zu ihm. Warte mal. Ich räume mal hier jetzt das olle Geschirr weg. Ist, glaube ich, auch nicht so, wie viel das hier rumsteht.
Ha! Gerade so. Aber auf dem letzten Meter doch. Und ich sehe wieder dich. Du wartest sehr lange. Oh, wir brauchen Wasabi, 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 Wasabi. Ab und zu muss man auch mal richtig gut essen. Absolut. Das sehe ich auch so. So, wer will, du da unten, du da unten. Also eingerichtet ist schon ausverkauft. Die anderen, also wir haben noch ordentlich da. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, wir haben zu viel auf die Karte gepackt. Wir haben zu viel auf die Karte gepackt, weil das ist ja letztendlich, müssen wir das nämlich auch optimieren. So eine Sachen sind ja unser Geld, you know. Das ist ja unser Geld. So, weil guck mal, was da noch übrig ist. Wir haben noch 6-mal von dem übrig, 3-mal von dem anderen und 4-mal von dem. Weißt du, wie viele Gerichte das sind, die jetzt laut Karte in den Müll wandern, weil die stehen uns ja nicht mehr zur Verfügung. Müssen wir also noch ein bisschen besser planen, auch wenn der Umsatz jetzt endlich mal wieder ein bisschen besser ist. Ich glaube, heute waren alle zufrieden. Ich glaube, wir haben niemanden verärgert. Aber wir müssen die Küche ein bisschen besser planen. Also nicht ganz so viele Gerichte raufpacken. Da haben wir nämlich bislang noch nie so wirklich drauf geachtet. Aber die Kritiken sollten gut werden. Hoffe ich. So, Mittwoch. Der 19.10. Guck mal, er ist müde. Ich kann verstehen, der braucht auch echt mal Urlaub. Er braucht auch einfach Urlaub. Dr. Bacon! Puh, ich habe versucht, das allein zu schaffen, aber es war zu schwierig. Ich habe mir ein bisschen Hilfe von Duff beschafft. Dank seiner Hilfe können wir deine Worte nun auch in die Sprache des Seevolks übersetzen. Wow, ich bin auch neugierig, was sie zu sagen haben. Erst muss ich mich wieder zum Standort des Seevolks zurückbegeben. Schön, dann. Wir müssen im Übrigen ein bisschen aufpassen, was wir wie fotografieren, was im Hintergrund zu sehen ist. Also, rede mit dem Seevolk, weil wir nämlich Kontakt zur Presse haben. Die Presse bislang will nur, dass wir schöne Naturfotos machen, aber wenn die mitkriegt, dass da irgendwo ein Seevolk im Hintergrund ist, oh, dann kriegst du die Presse ja aber nicht mehr los. Duff, ja, worum geht's? Ich habe Zeit mit Leas Chan verbracht und in Ruhe nachgedacht. Und dabei wurde mir klar, dass ein Meister von Ehre anderen das zurückgibt, was sie ihm gegeben haben. Sag mal, Dave, bist du zufrieden mit deinen Waffen? Nein. Sie sind in Ordnung, sie könnten aber stärker sein. Dann ist es wohl Zeit, dass ich ins Spiel komme, sozusagen. Ich kann dir dabei helfen, deine Waffen zu verbessern. Sie verbessern? Und wie machst du das? Ich verstärke sie oder baue diverse Extras in sie ein, wie Gift oder Stromeinheiten. Aber es gibt da eine wichtige Sache zu bedenken. Nur Waffen, die hergestellt wurden, können verbessert werden. Aber das hast du dir sicher vielleicht schon denken können. Oh, verstehe. Waffenverbesserung. Das klingt ziemlich nützlich. Duff, du bist cooler, als ich gedacht hatte. Was soll das denn heißen? Ich versuche doch nur, der beste Meister für Leas Chan zu sein. Ich glaube, ich habe dir eine adäquate Erklärung gegeben. Jetzt kehre ich wieder in meine Feenwelt zurück. Auf Nimmerwiedersehen. In seine Feenwelt? Ich sage doch, da ist irgendwas nicht ganz knusper da oben. Also du kannst deine Schusswaffen jetzt in das Weapon Shop verbessern. Sammle unterschiedliche Materialien, Waffenfragmente und verstärke deine Waffen. Unter anderem wahrscheinlich jetzt die Muscheln. Endlich, endlich. Ich dachte schon, Kuxagram ist gestorben hier. Ich brauche neuen Stuff, Freunde. Also, wir gehen auf Kuxagram. Was ist das denn? Ah, wir bei Bancho Sushi Bar halten hier eine Katze. Momo sitzt niemals still. Wir mögen das. Aber keiner von den Besuchern. Wir müssen die Besucher anregen, dass sie mal ein bisschen mehr Fotos machen. Aber immerhin, es mögen 250. Okay, also wir gucken jetzt mal in die Waffen-App rein. Hier braucht er Schrott und Seil. Ich will ja unbedingt den hier verbessern. Kostet 50 Öcken, 2 Holz, 2 Seile, 2 Kupfererz. Unbedingt. Aber wie verbessern wir das denn? Achso, X ist Upgrade. Ich bin auch dumm in meinem Kopf. Also, das sind die Upgrade-Geschichten. Dreifachachsel, die gucken mal rein. Der Vierfachachsel, siehst du, da sind die Verbesserungen. Ich bin auch dumm. Also, Vierfachachsel 1. Flammen, okay, Zahn eines Weißspitzenriffeis haben wir natürlich nicht. Hautstück einer Sepia haben wir auch nicht. Wir könnten ein Gewehr, das mit giftigen Stacheln des Feuerfischs modifiziert wurde, vergiftet das Ziel. Aber vergiftetes Ziel ist doch... Ja, bitte? Ist ja jetzt auch nicht das Wahre. Können wir den ersten, den Vierfachachsel? Schaden 14 bis 56, Magazin 6. Aber, also, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir Magazin...
Ja, okay, die ist halt in dem Schaden stärker. Pass auf, dann... Die Musik! Er ist in der Feenwelt, Alter. Das gibt's doch nicht. Und dann diese Waffen. Okay. Sehr schön. Wir gucken mal bei der Netzkanone. Auch zu wenig Materialien. Was brauchen wir denn? Wir brauchen noch Seil und Fragment für die Geschichte. Okay. Seil und Fragment. Ich schreibe mir das mal auf. Seil. Fragment. Dann haben wir Betäubungskanone. Die haben wir bis jetzt noch gar nicht eingesetzt. Und das Unterwassergewehr braucht auf jeden Fall auch Fragment. Da mache ich hinter Fragment mal ein Ausrufungszeichen. Okidoki. Dankeschön dafür. Warum ist denn dann immer noch ein Ausrufungszeichen? Ich habe es doch verstanden. Also bei iDiver können wir nochmal gucken. Also was haben wir denn hier? Bergungsdrohne. Die könnte man verbessern. 6300. Alter, warum kostet das so viel? Luft aufwerten für 1500. Ein Taucheranzug. Eine Frachtkiste. Da hätten wir mehr Gepäck. Harpunenwumme. Oh, die finde ich auch gut. Harpunen, Pumpgun in Haifisch-Harpunenkanone. Eine Harpune zu überlegen von Fischen. Werde sie auf, um größeren Schaden hinzuzufügen. Haben wir die wirklich? Okay, sie sieht sehr stylisch aus. Sie sieht unfassbar stylisch aus. Und jetzt haben wir alles Geld, was wir hatten, ausgegeben. Fantastisch. Gut. Und den Rest müssen wir für Lohn behalten. Okay, das heißt, wir werden jetzt mal gucken. Was nehme ich denn jetzt? Ich nehme... Doch, den Vielfachachsel brauchen wir. Und wir müssen... okay. Harpunenwumme, die haben wir jetzt ausgerüstet. Tja, also wir brauchen auf jeden Fall aus seinem Shop das, genau diese Sensorfalle. Mit dieser Sensorfalle sollen wir nämlich die Thunfische fangen können. Ich nehme mal jetzt die normale noch mit und mehr können wir uns dann nicht mehr leisten. Traurig, aber wahr. Okay, wir gehen runter ins blaue Loch. So, wir müssen auf jeden Fall die richtige Falle auswählen. Was so ein bisschen aus wie Pokéball sehe ich gerade die Falle, ne? Und mit der können wir dann Thunfische fangen. Wir müssen die halt richtig platzieren auf jeden Fall. Hopefully klappt das. So, Fragmente. Fragments. Das waren... Das da ist der Schrott. Hier haben wir Holz. Ich würde tatsächlich von den ganzen Zeugs ein bisschen was mitnehmen. Oh, guck mal, das ist jetzt wieder das Loch, wie wir es kennen. Das Loch, wie wir es kennen, Freunde. Da haben wir nämlich hier unseren Topf. Mit Essig. Und ich erwarte, dass hier jetzt unser grüner Lieblingsfreund steckt. Bitte. Oder auch nicht. Seil. Das stand auch bei mir auf Plan. Ich weiß, Hauptquest sagt uns, verfolge hier das Signal, gehe runter zum Seevolk und übersetze. Ich muss aber unbedingt tagesaktuellen Fisch fangen. Und hier ist eine Sackgasse. Und Thunfische. Für morgen. Ja, den Sauerstoff habe ich jetzt noch nicht mitgenommen. Ah, nee, warte mal, können wir doch nicht. Habe ich noch nicht mitgenommen, weil wir noch genug haben. Das hätte sich jetzt noch nicht gelohnt. Ja, wir können natürlich erstmal gucken, ob wir den Thunfisch angehen. Aber ich würde auch sehr gerne wirklich tagesaktuellen Fisch fangen. Aber bis jetzt reizt mich das, was hier jetzt so in der Gegend rumschwimmt, ehrlich gesagt, so gar nicht. Ich nehme natürlich jetzt auch sowas mit, wenn sie es gerade anbietet und sich mir aufdrängt. Nehmen wir auch die Geschichte mit. Jetzt würde ich vielleicht ein bisschen Sauerstoff nehmen. Ja, kann ich immer noch nicht. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Zwischen euch, Flitzpiepen. Da sind die Thunfische. Mega. Ist er jetzt tot? Ja, hat ein bisschen länger gebraucht. So, die reizen mich ja auch. Sind die Thunfische hier so weit unten? Was ist denn bei euch falsch? Ach, wie
dumm. Ja, pass auf, dann platziere ich die vielleicht jetzt mal hier. So. Mega gut. Zwei sogar gleich. Richtig gut. Mega. So, damit hätten wir zwei gefangen. Volle Möhre gut. Aber wenn die mich jetzt attackieren, ist das nicht so gut. Ich weiß nicht, ob wir hier an der Stelle bleiben sollten oder ob wir erstmal Sauerstoff einsammeln. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei auf einmal verschenkt. Das war ein bisschen doof. Ich möchte halt unseren grünen Freund hier noch einsammeln. Also das, du kannst jetzt Schutzwaffen, Harpunenspitzen und andere Waffen zerlegen. Okay. Ich will aber nicht zerlegen. Warum schwimmt der denn jetzt hier so dämlich da durch? Ich will ihn aber haben. Ich brauche Sauerstoff. Okay, Freunde, wir müssen jetzt erstmal die Aktion Sauerstoff angehen. Ist hier unten nicht irgendwo Sauerstoff gewesen? Mir war so. Den habe ich doch extra übrig gelassen. Irgendwo war hier doch welcher. Den brauchen wir nämlich jetzt wirklich. Wo ist er denn? Hier unten weiter? Unten oben? Weiter unten, ne? Oh, wenn die mich jetzt angreifen, dann sieht es schlecht aus. Wo ist er denn, der Sauerstoff, wenn man ihn braucht? Da. Gut. Menschenskinder. So, Dalle. Ich suche jetzt einen anderen Spot nach diesem Fisch. Nach Tagsfisch. Das ist mir mit den Thunfischen an der Ecke jetzt ein bisschen zu riskant. Weil die ja doch sehr penetrant irgendwie durch die Gegend schwimmen. Ha, vielen Dank. Meine Gebete wurden erhört. Aber wir haben tatsächlich ja auch noch die Möglichkeit, hier was zu aktivieren. Oh, guck mal, da ist er. Stay here. Warte. Mega gut, mega gut. Ach, es gibt doch noch einen Gott. Vielen Dank. Der Gott des Meeres hat mich erhört und meine Probleme gehört. Die da heißen, wo ist er, der Papageienkopffisch? Fantastisch. Auge. Oder auch anders. Grüner Beulenkopf, Papageienfisch. Naja, ihr wisst, was ich meine. Der zumindest. Oh, die ist auch wieder am Schlüssel, Leute. Ich kann gleich nicht mehr, ne? Es ist so heiß. Ich sitze seit Stunden jetzt schon und schwitze hier für euch mir einen ab. Das ist crazy. So, Kaninchen. Das ist auch crazy. Ich hab echt was im Auge. Mann, das gibt's doch nicht. Ich kann gerade nicht ran. Weder nach vorne noch nach hinten. Also, pass auf, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Kupfererz, glaube ich, mit. Vom Gepäck passt es. Aber wir brauchen noch echt Fische, ne? Also, wir brauchen jetzt echt irgendwie noch tagesaktuelle Geschichten. Was im Auge? Ach, kann ich nicht bewegen. So, was ist da jetzt? Billiges japanisches Schwert. Nehmen wir noch mit. Keine Ahnung, was ich eingesammelt habe. Holz. Oh, ich sterbe gerade. Mit 1000 Tode. Oh, Leute, ne? Uäh. Einfach uäh. Ich fühle mich sehr, sehr eklig. Und das müsst ihr mir hoch anrechnen. Normalerweise, wenn ich mich ansatzweise so fühle, würde ich noch nicht mal rausgehen und so setze ich mich in die Kamera. Da seht ihr mal, wie privat und close ihr jetzt gerade mit mir seid. Und ich habe nicht das im Auge. Mann, scheiß Dreck. Ach. Gleich zu weinen. Jetzt läuft mir gleich überall raus. Nah. Ich leide. Schau, komm. Pass auf, die nehme ich mit. Die nehme ich mit, die nehme ich mit. Das Gefühl, es wird immer wärmer in meiner Wohnung. Also, tagesaktuelle Fische. Ihr seid jetzt diejenigen glücklichen. Auf die Karte dürfen. Oh, Leute, ich glänze so. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal so geschwitzt habe. Auf Ibiza. Doch, ich weiß es. Doch, ich weiß es. So, hier weiter höher geht's nicht. Das heißt, wir werden jetzt einfach nochmal eine Runde tiefer gehen. Wir haben ja noch einmal Sauerstoff mit im Gepäck. Das heißt, wir können auch ein bisschen was... Ha, wir hätten sogar zweimal Sauerstoff am Start. Wir können ein bisschen was riskieren. Auch ein bisschen malträtieren lassen, aber nicht zu viel, sonst ist es auch wieder blöd. Oh, da ist noch einer. Oh, pass auf. Cool. Da gehen wir doch hin.
weiß nicht, wen wir da jetzt zuerst mitnehmen müssen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Stopp, stopp, stopp. Guck mal, jetzt ist das Katana am Start. Ich habe ein bisschen mehr Schaden. Ja, der ist schon tot. Du kannst dich mal retten. Mega gut. Ich meine, er hat immerhin 2 von 3 Sternen. Auf den fahre ich ja wirklich ab, ne? Und die Kundschaft auch. So, das läuft doch jetzt ganz gut. Wir haben den Kundschaft. Wir haben eigentlich alles, was wir vorhatten in dieser Runde. Was ist das? Miso. Miso? Ist das erste Mal. Ich wollte gerade sagen, neu. Wir haben ansonsten alles, was wir vorhatten zu tun, erreicht. In diesem Tauchgang. Und wir haben alle zusammen ein bisschen geschwitzt. Das wäre auch mega unangenehm. Was soll ich machen, ne? Ich gehe einfach offen damit um. Das ist der Hai. Also, den Hai möchte ich mir jetzt nicht auch noch... Vielleicht ja schon. Aber nicht ins Maul. Nicht ins Maul. Wenn du eins gelernt hast, nicht ins Maul. Oh, nicht ins Maul, nicht ins Maul! Ich habe ihn auch 0 getroffen, ne? Also, ist eine ganz dumme Idee gewesen, glaube ich, da lang zu... Pass auf, wir haben ja jetzt noch einmal Sauerstoff, den nehme ich. Und hier ist nämlich auch noch eine, die nehme ich auch mit. Mal gucken, einfach mal, was jetzt da oben noch so rumschwimmt. Wir könnten auch noch mal unten gucken. Könnten wir auch machen. I need some fish. Pass auf, wir haben doch noch... Das haben wir auch noch. So. Funktioniert das nicht auch mit dem Thunfisch? Wait a minute. Können wir den nicht hierher locken? Wir könnten auch einfach die alle nochmal mit einsammeln. So, und die anderen? Ich weiß nicht, ob das auch mit dem Thunfisch funktioniert. Ich würde den jetzt einfach mal hier platzieren und gucken. Eigentlich müssen wir die Thunfische lebendig fangen. Ich probiere es mal aus. Das hat ihm zumindest so ordentlich Schaden gemacht, der arme Fisch, ne? Er ist nicht gestorben. Das ist überhaupt nicht gut, was ich hier tue. Ich glaube, so wie es ja hieß, also ich glaube, die sind tatsächlich auf anderem Wege gar nicht zu töten. Die sind nicht zu töten. Niemals. Sonst würde das ganze Spielprinzip ja nicht funktionieren, dass du andere Fallen aufstellen sollst. Aber für die war es jetzt hier echt gut. Für die war es hier wirklich gut. Und für die Kleinen werde ich das gleich nochmal auslösen, weil sofern die hier jetzt herschwimmen. Kommt her, kleine Dr. Palettenfische. Kommt alle her. Möglichst viele in einen Kreis. 3, 2, 1, Zündung. Mega. Guck mal, das hat sich schon voll gelohnt. Zack. So, Frage. Schwimmen wir jetzt an Land? Ich glaube ja, der Thunfisch uns jetzt kaputt macht. Ja. Wobei, wir hätten noch einmal Sauerstoff, sehe ich gerade. Wir hätten noch einmal Sauerstoff am Start. Ach, pass auf. Okay. Dann lass uns... Aber natürlich ein bisschen weit weg vom Thunfisch. Hier nochmal gucken. Ach, hier ist auch nochmal Sauerstoff. Mann. Weißt du, wenn du eigentlich denkst, du brauchst ja nicht. Dann können wir halt auch so kleinen Fisch mitnehmen. Oder diese Kajina-Alge hier zumindest. Die können wir auch mitnehmen. Kupfererz. Ja, wäre eine Methode, aber das ist dann wieder zu schwer. Holz. Ist okay, können wir machen. Jetzt zu dem Thunfisch ein bisschen ausweichen. Ich muss was trinken. Das ist super. Das ist inzwischen alles schon wieder warm geworden. Hm. Ist auch nochmal Thunfisch. Ist ja nicht ein bisschen ärgerlich, dass man gar nicht so viel von dem fangen kann. Weil wir nicht genügend Equipment dafür haben. Aber gut, so ist das. Dann kommt wenigstens nicht zur Überfischung. Meinerseits. Aber wir haben dafür wenigstens immer 2, die wir gleich fangen. Oh Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. It's too hard for me. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das brauche ich gerade. Oh mein Gott. Oi, 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 oi. Als hier zur Erklärung mit diesen ganzen Lampen und der Wand im Hintergrund einfach nochmal viel, viel wärmer wird. Ich merke das auch jedes Mal, wenn ich aus meiner Aufnahmeecke quasi so in den Raum hineinlaufe, dass das dann komplett klimatisch unterschiedlich ist. Es ist wie Tag und Nacht gefühlt, als wären hier nochmal 10 Grad mehr in die Ecke. Dam, di, dam, di, dam. Oh, guck mal, 18 mal 18 mal 18. Also, das Fest kann definitiv kommen. Wir haben richtig ordentlich Thunfisch. Guck mal, Level 1, 135. Krass. Krass, krass. Also Thunfisch bringt's auf jeden Fall. Mega gut. Ich sehe aus. Gott.
So, fantastisch. Ladies and Gentlemen, haben wir jetzt den Nachmittag? Ach, das war erst der Morgen. Ich kann jetzt gleich nochmal runter. Boah, das habe ich ja überhaupt nicht bedacht. Aber jetzt sitzt in deinem Shop nicht mehr, ne? Okay, Freunde, dann gehen wir gleich nochmal runter. Und gucken mal, ob wir jetzt zum Seevolk runtergehen. Oh, Leute, mir ist so warm. Ich sterbe einfach gerade weg. Also ich muss danach echt eine Aufnahmepause machen und mich abkühlen. Ich weiß auch noch nicht, wie und womit. Gott. Wie sieht's aus? Wie so ein durchgenudeltes irgendwas. Fantastisch. Also, viel Spaß mit dem durchgenudelten etwas. Ihr wisst, was ich meine. Siehst du, das heißt, wir können auch gar keinen Thunfisch mehr fangen. Ach, ist ja ärgerlich. Aber brauchen wir uns nicht ärgern. Wir müssen eben einfach nur gut ausweichen und jetzt ein bisschen versuchen, nach unten zu kommen. Fragmente brauchen wir auch einfach. Da ist das Fragment, was wir brauchen. Das brauchen wir. Wir nehmen das Seil einfach auch noch mit. Warte. So, ich habe es gar nicht alles eingesammelt. Es wäre schon von Vorteil, wenn wir dann auch alles mitnehmen würden. Und ich gehe mal wieder links runter, stelle ich gerade fest. Da ist er! Komm mit! Wie er sich rettet in die Quallen. Aber jetzt nicht mit in den Quallenfeldern sterben. Der arme Beulkopffisch. Aber es ist und bleibt einfach mein Lieblingsfisch. So. Nochmal 1,8 Kilogramm. Warte, war da links was? Guck mal, da waren noch Teile. Ich hätte sie fast übersehen und liegen gelassen. Sauerstoff wäre jetzt nice. Autsch. Katana, noch besser. Auch wenn es billig ist. Ich nehme es mit. Siehst du? Zwei auf einen Streich. Ah, da ist die Moräne. Dich muss ich nachts auch noch versuchen zu kriegen. Sonst werde ich diesen nervigen Gast ewig nicht los. Der jetzt da als Dauergast bei uns hausiert. Kriegen wir. Yes! Ich war mir kurzzeitig nicht sicher, ob wir ihn kriegen. So, theoretisch müssten wir eigentlich komplett in die andere Richtung. Scharfes japanisches, also es ist besser sogar noch als das andere, was wir haben. Ich finde es voll schade, dass wir das halt nicht bergen können und oben behalten können. Ich meine, es ist einfach mal ein Katana, was wir finden. Nichts, was man irgendwie mehr da zurücklässt. Offensichtlich ja schon. Was auch nicht gut ist. Ah, es sind ja gleich die Aktivisten von Meeresblau am Start. Weil sie denken, wir verschmutzen das Meer, was gar nicht der Fall ist. Oh Gott. Oh, mit dem möchte ich mich auch nicht anlegen. Warte mal, da sind noch Teile. Gut. Ich überlege, ob wir noch ein bisschen weiter nach unten und dann... Also Sauerstoff wäre jetzt echt gut. Oh, die blauen sind aber auch gut. Ah, immer um den Hai rum. Mann, das gibt's doch nicht. Ich möchte jetzt aber nicht zum Hai. Okay, hier ist das Wrack. Aber meistens ist doch jetzt auch nochmal Sauerstoff. Ja, genau den Behälter habe ich gesucht. Pass auf, dann werde ich erstmal die Algen hier schnitzeln. Oder den Seetang. Ich verwechsel immer Seetang mit Alge. Asche über mein Haupt. Der Bildungslücke. Oh, Bombenfalle mit Sensor. Oh, gut, also doch vielleicht Thunfisch, diese Folge. Doch, Thunfisch, dann würde ich, glaube ich, nochmal Thunfisch sammeln. Dann gibt es vielleicht nur Thunfisch. Können wir den Hai damit fangen? Hat das jemand schon mal probiert? Können wir den Hai damit fangen? Boah, ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren wollen würde. Ist das der Barracuda? Heißt du Barracuda? Warst du Barracuda? Tatsache! Ich habe mir mal gemerkt, wie ein Fisch heißt. Geil. Freunde, ich werde noch zur Fischspezialistin. Angel- und Fischspezialistin. Das
Messer ist geil. Das Messer ist wirklich geil. Ich weiß, eigentlich wollte ich runter, aber mich reizen jetzt die Thunfische. Weil wenn ich jetzt hier schon Fallen am Start habe, sollten wir das ausnutzen. Ich habe halt leider gerade keinen Sauerstoff mehr am Start. Aber der ist auch gut. Den nehme ich auch noch mit. Oh, kann ich die Quallen? Ich dachte, ich muss die Quallen leben fangen. Aber die Qualle habe ich dadurch nicht eingefangen, ne? Doch! Ich dachte, ich muss sie lebend fangen. Wait. Lovely Odin fängt auch wieder an, Freunde. Wenn wir die so wegschnetzeln können, warum habe ich das noch nie gemacht? Weil eigentlich hieß das ja, wir sollen die mit Netz fangen. Hä? Oh! Wir haben endlich einen von den besagten Tentakeln. Beim Fangen rausgeschnitten. Ich lieb's. Ah, siehst du, wenn man sich schnell genug einsammelt, löst sich der Fisch in nichts auf. Ich wollte ja Sauerstoff einsammeln. Massive Überforderung. War da nicht ein Seil? Seil gut. Wir nehmen Val gut. Dieses Spiel macht so einen fantastisch krassen Spaß. Wo war denn jetzt der Sauerstoff? Hier ist Sauerstoff irgendwo gesehen? Hey, das brauche ich nicht. Hier war doch irgendwo. Da oben. Oh, ich habe übergepickt, stelle ich gerade fest. Aber guck mal, ja, bei der Moräne. Bleib ja drin. Bleib da. Bleib sie dort. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wenn die bis hier schwimmen, platzieren wir die Geschichte. Explodiert die automatisch? Ich weiß nicht. Komm jetzt her hier. Oder musst du dagegen schwimmen? Ah, das sind andere Fallen. Ich stelle gerade fest, das sind andere Fallen. Aber jetzt habe ich auch zu viel Gewicht. Ah, jetzt habe ich auch zu viel Gewicht, um jetzt noch weiter tiefer dem Meervolk nachzugehen. Okay, es sind andere Fallen. Aber die Fallen wollen wir jetzt natürlich auch nicht verschwenden. Aber wo setze ich die jetzt ein, ist die Frage. Irgendwo, wo so ein paar Meerfische rumschwimmen, wo das Sinn ergeben würde. Hier ist auch nochmal Sauerstoff. Ja, ein bisschen beschleunigen. Guck mal, hier sind doch viele. Da würde es sich ein bisschen lohnen, glaube ich. Pass auf, ich platziere die mal hier. So, wir selber sollten aus der Schussrichtung gehen. Und zumindest so kleine Fischchen. Das ist doch gut. Da haben wir jetzt noch hier eine. Ich glaube, die geht nach einer gewissen Zeit los, ne? Yes. Naja, guck mal, es waren auch immerhin drei. Haben es besser als brauchen. Ja, wir müssen jetzt gleich auftauchen. Ich gucke jetzt in den Topf nochmal rein. Sojasauce! Die gute Kikkoman. Da hätten wir jetzt nochmal Sauerstoff. Hier auch nochmal. Ja, komm. Aber nehme ich jetzt noch etwas mit? Also wir haben schon deutlich Übergepäck. Wir haben ja festgestellt, so bis 52 oder sowas könnte man ungefähr gehen. Boah, schon wieder Sauerstoff. Wo kommt denn der ganze Sauerstoff jetzt auf einmal hin? Ja, pass auf, dann nehmen wir das Holzstück auch noch mit. Und Messern den kleinen Freund. Da unten ist schon wieder ein Hai. Also, bei Hai muss ich jetzt mal ein bisschen weggehen. Die Kiste mache ich noch auf. Aber guck mal, nee, wir sind doch... Pass auf, die Kiste öffne ich noch. Und dann ist in dem Gelände, weil dann sind wir echt voll. Oh, noch ein Sauerstoff. Wäre auch was, was wir schon lange nicht mehr gehabt haben. So, jetzt aber wirklich vorbei hier. Gibt's doch nicht. Viel zu viel. Die hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Konnten wir die nicht? War das nicht eine Alge? Nö. Oder Seetang oder was auch immer es war. Ach. Oh Gott, ist mir warm. Eieiei. Oh, ist das gut. Oh, ich glaube gar nicht, wie geil das gerade ist. Oh, ist das gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also, Ladies and Gentlemen, der große Barracuda war auch der größte Fang. Ja, mit grünen Beulenkopf, Papageifisch, 20 Mal, Torpedomakrele mit 3.
Große Barracuda, roter Feuerfisch, gelber Pyramidenfalterfisch, Lungenqualle haben wir, was ja richtig gut ist. Ich dachte halt immer, deswegen bin ich ja das letzte Mal nicht drauf losgegangen, dass man die lebend fangen muss. Mir war so. Uns wurde doch erzählt, nimm ein Netz mit. Schwarzer Schnapper, der war wahrscheinlich bei irgendeiner Explosion irgendwie mit dabei. Tja, das ist, wenn man so massenmäßig seine Fanggeschichten ausfährt. Titanrückerfisch, Rotzahnrückerfisch, Clownfisch. Ja, ja, das ist alles so dem geschuldet, wo wir es einfach random losgefeuert haben. So, Bancho. Gehe ich jetzt nachts nochmal tauchen nach der Moräne? Ach, morgen ist das Fest erst. Was habe ich denn gesagt? Heute, ne? Boah, pass auf. Dann gehen wir jetzt nochmal nachts runter. Ich möchte die Moräne fangen. Habe ich alles, was ich brauche? Ach so, ich weiß noch gar nicht, wie ich die Moräne fange, ne? Probieren wir das mal. Heißt aber, wir haben auch weniger Schicht zur Verfügung. Aber ist nicht schlimm. Die letzte Schicht war gut. Müssen wir halt ein bisschen minimal auf Umsatz verzichten. Wir können ja jetzt vielleicht schon mal ein bisschen Thunfisch anbieten. Die Leute müssen so ein bisschen, ja, ein bisschen schmackhaft machen. Und mal so ein bisschen anfixen auf das, was sie morgen erwartet. Können die ersten Mutigen dann schon ein bisschen twittern. Bei Kuxagram. Ja, guck mal, wir haben schon exklusives Food gegessen. Oh mein Gott, er hat mich so oft jetzt getroffen. Hallo? Mann, jetzt brauche ich Sauerstoff. Alter, dieser Druckerfisch war jetzt echt gar nicht gut. Hä? Leute, wir brauchen Sauerstoff. Das war jetzt überhaupt nicht gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der Hai schon wieder. Ja, der sollte mich natürlich jetzt nicht treffen. Aber nochmal an den hier geht jetzt auch nicht. Ah, fuck. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich muss weg da. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Mist, warum kam ich hier nicht hoch? Ach, fuck. Hat das Effort gesagt. Da war das, wo wir hochkommen, glaube ich, ne? Ach, Mist. Also, nachts hat sich bis jetzt noch überhaupt nicht gelohnt für uns. Weil irgendwie alles gefährlicher und böser ist. Aber es gibt doch Sauerstoff nachts, oder? Doch. Da. Meine Rettung. Aber knapp. So. Wo ist die Moräne? Ich möchte die Moräne jetzt fangen hier. Die ist aber auch nicht gut. Bestimmt auch böse. Ach, Faux, sie hat mich vergiftet. Sie hat mich vergiftet. Geh doch weg. Du bist bestimmt in der Nähe von der Moräne. Ich brauche schon wieder Sauerstoff. Am Arsch! Ja, ja, ich weiß. Da ist die Moräne, die ich brauche. Mann, Mist. Faux, jetzt muss ich überleben. Rette mich, die Nacht ist böse. Scheiße. 16, 15, 5, 4. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Zurück, raus. Oh Mann, das war jetzt mal wieder ein Satz mit X komplett fürs Poloch, Alter. Scheiße. Ich bin nicht happy darüber, wie es gelaufen ist. Wir haben ein Drittel der Schicht verschenkt. Ich möchte das nur noch mal erwähnen. Ein ganzes Drittel. Das ist ganz schrecklich viel Umsatz. Obwohl ich angestellt habe. Ich muss mal hin, der Laden läuft voll alleine. Nix. Wir können mal ein bisschen was in die Forschung nochmal investieren. Was gibt's denn schönes? Meertrauben-Special-Sushi. Special hört sich gut an. Was ist das denn? Blauflossen-Thunfisch-Reisschale. Oh, haben muss. Haben muss. Hast du gesehen, wie viele Öcken die gibt? 300 irgendwas? Unbedingt. Los. Ich will gar nicht wissen, was er da mit der Flamme gemacht hat. 360 Öcken? Was zum... Krass. Und hier. 265. Oh, das gibt's noch. Hawaiianische Poke. Ey, morgen wird die krasseste Karte der Welt, ne? Ich sage euch das. Können wir uns nicht leisten. Ist aber auch nicht schlimm. Können wir uns morgen vielleicht leisten. Okay, Ladies and Gentlemen. Wir stellen jetzt das Menü für heute zusammen. Das Menü für heute wird sein... Das Menü für heute wird sein... Was ist denn das Menü für heute? Warte mal, ich muss mal sortieren nach... Stufe oder Aroma? Nach Preis. Komm, wir sortieren die ganze Luzi mal nach Preis.
Das heißt, das günstigste ist jetzt unten und das teuerste ist jetzt oben. Ich glaube, das ist eine gute Sortierung. Also, hier hätten wir einmal, dann nehmen wir doch das einmal auf die Karte. So, wir haben ja jetzt auch weniger Zeit, haben wir gesagt. So, bei dem hier, den werde ich jetzt einfach nochmal flugs veredeln. Ja. Aber wir können ihn nicht weiter veredeln, glaube ich. Nein. Okay, pass auf. Dann setzen wir ihn auf die Karte. 5-mal. Dann setzen wir 3-mal. Viermal. Wir brauchen wirklich gar nicht so viel auf die Karte setzen. 3-mal. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das lasse ich heute jetzt mal so und eröffne das. Weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Das muss ja auch alles weggehen. So, Leute, das ist die Auswahl. Das gibt es heute. Es gibt Exklusives, es gibt Günstiges. Solange die ersten gleich wieder rauslaufen. Trinkt erstmal Grüntee. Das finde ich gut. Solange jeder was findet. Da müssen wir auch mal drauf achten, ob die Leute sagen, von wegen, ihr habt ja ein komisches Zeug hier auf der Karte. Ich glaube, ich laufe mal ganz nach hinten. Ich laufe ganz nach hinten. Ich komme. Ich habe mir auch nicht gemerkt, wer jetzt Tee getrunken hat, ne? Das wäre auch echt was man sich merken müsste. Ich serviere hier vorne mal. Jetzt serviere ich den hier, aber der ganz hinten ist auch sauer. Komm. So, pass auf. Schaff ich. So. Aber sind auf jeden Fall weniger Leute da, ne? Ist schon zu Ende? What? Wir hatten noch so viel auf der Karte da. Waren kaum Leute da. 8 Likes gerade mal. Aber zumindest solange der Laden so läuft, dass wir nicht nur die Kosten, die anfallen, decken. Weil siehst du, die sind konstant, die Ausgaben. Sondern dass wir noch minimal Umsatz und Gewinn machen, ist es okay. Damit kann ich dann arbeiten. Aber irgendwer war bestimmt auch nicht zufrieden. Ja, ist okay. Es ist so warm, das ist nicht okay. Oh, Ladies and Gentlemen, heute ist Tag des Thunfischfestes. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wie das Fest heißt, aber... Yacht-Tuna-Party. Okay, heute ist Partytag. Bereite die richtigen Zutaten vor und mache heute ein Vermögen. I hope so. Tage X, Thunfisch. Okay, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, es hat auch wieder niemand irgendwas gepostet auf Kuxa, ne? Schade. Also, wie die ganze Story hier weitergeht, werden wir das nächste Mal rausfinden. Ich muss mich jetzt wirklich ein wenig abdampfen und abkühlen, sonst kriege ich einen Hitzekoller. Und dann habt ihr mich nicht mehr hier auf diesem Kanal und könnt in kein verschwitztes Gesicht mehr gucken. Hey, so. In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, hoffe ich, habt ihr ein bisschen Entertainment gehabt. Hoffe, habt mit einem kühlen Drink... Oh, ich muss echt... Sorry, es ist jetzt hier Endzustand erreicht. Was hoffe ich? Ihr hattet ein bisschen Spaß, Entertainment, und kommt natürlich sehr, sehr gerne wieder vorbei. Ich fühle mich so ein bisschen wie die Meerhexe gerade, mit den gruseligen Haaren. Ja, Ladies and Gentlemen, genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. So, tschüss mit Ü. Ja, mit Ü. So schreibt man das. Ach, siehst du, mein Gehirn schmilzt. Das ist einfach geschmolzen. Mein Gehirn schmilzt.